Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für den Audi Rally Quattro aus dem Hause Aschett mit den Ausgaben 60 bis 63. Ja, wir werden heute wahrscheinlich hier einmal an dem Dashboard bzw. an der Konsole hier weiterarbeiten. Und dann habe ich gerade schon gesehen in den Teilen, da kommt ein Lenkrad. Sind wir mal gespannt, ob man das auch schon verbauen dürfen oder ob das nur als Einzelkomponente erstmal läuft. Auf jeden Fall würde ich euch bitten, dem Kanal hier gerne ein kostenloses Abonnement zu geben. Natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal natürlich auch kostenpflichtig unterstützen mit einem Subscribe. Ja, ansonsten bleibt einfach dran und Daumen drücken nicht vergessen und gerne noch einen Kommentar auf dem Video da lassen. So, bevor wir zum Lenkrad kommen, machen wir erstmal den ersten Start hier mit der Ausgabe 60 und damit verbunden die Spritzwand, Pedale und einzelne Tasten. So, dann ist hier ein Plastikstück dabei. Okay. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. So, also, wir fangen an hier mit der Spritzwand und sollen als erstes das Teil mit den drei großen Löchern einmal hier seitlich einklipsen. So. Jetzt müssen wir gucken, wie ich es richtig drauf habe. Es ist jetzt hier nicht klar definiert, welches Loch auf welche Seite kommt, aber so sieht es, glaube ich, besser aus. Ja, auf dem Foto ist das da. Genau so. Also, okay. Also, kurz für euch zum Bauen. So sollte das Teil draufstecken. Und entsprechend hier das mittlere Loch sollte zur Hälfte auf der Spritzwand stecken. So, dann gucken wir mal weiter. Es gibt jetzt ein Pedal und zwar ist es 60E. Mal schauen, welches das ist. Dieses hier. Das kommt jetzt hier auf diese zwei Löcher aufgesteckt. So, dann im nächsten Schritt das Pedal mit dem Rüffelblech stecken wir hier daneben in die zwei Löcher rein. Und das dritte Pedal kommt jetzt hier auf diese Halterung drauf. So, dafür nehmen wir uns die einmal so wie abgebildet in der Zeichnung und stecken das Pedal hier vorne drauf. Und bauen das Ganze jetzt einmal hier drüber. Und verschrauben das einmal rückseitig mit einer ABP. So. Dann geht es weiter mit dem Tastenfeld. Und da gibt es jetzt hier auf dem Gussast zwei kleine schwarze Knöpfe. Die müssen wir vorher noch kurz raustrennen. Mal kurz gucken, welcher. Also der mit den zwei Zahlen. Kommt hier auf die linke Position. Und der mit der einen Textzeile kommt rechts daneben. So, kurz korrigieren, dass die auch beide gerade drauf sitzen. So, dann haben wir hier noch so einen roten Kasten. Den stecken wir hier unten drauf auf die freie Fläche.
Okay. So, dann kommt das Ganze hier auf die Armaturengruppe drauf. Nur kurz schauen, wo. Ah, hier auf der Unterseite dahin. So, zum Schluss montiert er das einfach noch mit vier Zirkelschrauben einmal. Jetzt ist mir das Teil gerade abgesprungen. Hier unten an die Konsole unten ran, ne? Dass das Ganze dann entsprechend hier so aussieht. So, weiter geht's mit der Ausgabe 61 und da fangen wir an mit dem oberen Abschnitt der Spritzwand. Wir brauchen als erstes, kurz schauen, ob das die zwei unterschiedliche Teile sind. Ne, sind identisch. 61D. Als erstes kommt dieses Bauteil mit einer MP-Schraube montiert. Tue ich mir gleich mal vorbereiten. Hier drüber. Weiter wahrscheinlich auf die andere Seite, genau. So, was kommt dann hier daneben? So. Gut, dann nehmen wir uns das kurze Stück Schlauch, stecken das jetzt einmal, wenn wir die Schale hier so in der Hand haben, hier vorne auf diesen Pin drauf. Dann die Bohrgruppe wieder. So, die soll jetzt so herum auf diese zwei Löcher drauf. Und den Rest soll man aufheben. Okay, so, dann machen wir gleich mal weiter. Mit der 62 und da bekommen wir die nächsten Teile für die Spritzwand. So, lasst mich kurz schauen. Genau, der hintere Abschnitt, dann Verbindungsstück, Schlauch, Hauptbremszylinder links und rechts. Schneiden Sie den Schlauch 61E, das wäre ja dann der hier, in zwei Hälften von jeweils 26 Zentimetern. So, 26 haben wir da. Und der zweite hat dann 26 Komma. Also passt das perfekt. Gut, dann müssen wir jetzt hier die Bremszylinder einmal ablösen. So, dann kurz gucken, welchen habe ich jetzt rausgemacht? Rechts. Und sollen die Schläuche jetzt hier draufstecken? Das ist rechts. Nur für mich selbst. Und einmal links. Dann sollen die jetzt hier vorne rein, beziehungsweise auf der Seite, den rechten Hauptbremszylinder.
und den linken Bremszylinder. So, mal kurz ein bisschen in der Ausrichtung korrigieren. Okay. So, dann brauchen wir jetzt wieder das Lineal, den Schlauch und sollen jetzt zweimal 145 mm runterschneiden. So, 145 sind hier. Einmal. So, dann nochmal 145. Und dann sollte übrig bleiben ein Stück, aus dem wir noch 55 mm schneiden. Dann sollte hier noch so ein kleiner Fitzel übrig bleiben. Mal schauen, ob wir den noch brauchen. So, als nächstes machen wir jetzt das kurze Schlauchstück einmal hier auf diesen Zylinder hier unten, auf den mittleren drauf. Und die zwei langen rechts und links. So. Bauen das Ganze jetzt hier daneben in dieses Loch da unten rein. Okay. So, ach Mist, jetzt habe ich es falsch schon drauf gebaut. Gucken, ob wir es noch drehen können. Ah ja, perfekt. So, so muss drauf. Weil der kurze Schlauch muss nämlich jetzt an den rechten Anschluss hier ran. So, die anderen lassen wir noch übrig und kommen dann schon zur Ausgabe 63. Gut, dann können wir das kurz zur Seite legen, das brauchen wir gleich nochmal. Okay, so, dann nehmen wir uns als erstes die Stange hier vor, die Längsstange oder Längssäule. Das voran, das hinterher. So, dann müssen wir noch das Lenkrad einmal von oben aufsetzen. Passt nur in eine Richtung hier oben rein. Jetzt müssen wir mal schauen, ob die... Ah ne, bei dem ist es egal. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt hier vorne noch eine SM-Schraube rein.
So, jetzt brauchen wir die Mittelcontainer. Stecken das Ganze jetzt einmal hier durch und müssen jetzt gucken, dass wir diese Halterung hier richtig drauf kriegen vom Winkel her. Nicht so. Ja, dann machen wir jetzt hier zweimal CP. So, dann brauchen wir unsere Sitzgruppe und müssen das Ganze jetzt einmal hier drauf montieren. So, das machen wir dann, glaube ich, auch mit CP-Schrauben, genau, mit zwei Stück. Nehmen dann im Anschluss dieses Bauteil und den oberen Teil der Spritzwand, legen diesen jetzt hier so hier drauf, montieren den mit CP. So, noch zwei Stück. Okay, so, dann kommt als nächstes hier die Stange mit dem Schneckenrad drauf. Und zwar hier seitlich eingesteckt. So, Lieben, und damit sind wir auch schon wieder fertig für die heutige Videofolge. Wir haben jetzt hier noch zwei Komponenten, die übrig bleiben. Und zwar ist es einmal hier diese kleine Abdeckung und das Spritzwandschutzteil hier. Und das andere habe ich jetzt hier noch montiert. Ich habe jetzt zum Schluss noch hier die Lenkstange einmal unten eingesetzt, unten die Abdeckung eingesetzt. Und entsprechend können wir da dann das nächste Mal weiterarbeiten. Ich vermute mal, dass dieses Teil hier später hier so drunter gehebelt wird und dann hier so drüber kommt. Ne? So als oberer Teil der Spritzschutzwand. Aber da lassen wir uns dann entsprechend überraschen, wenn es dann soweit ist. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal viel Spaß beim Nachbauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.